Ich komme hier sonntags morgen seit ungefähr 30 Jahren. Ich muss sagen, weil es mir Spaß macht. Unterstütze hier die Judokas, die regelmäßig zum Training kommen. Das heißt mit anderen Worten, mein Wissen, was sich bei mir seit ca. 50 Jahren angesammelt hat, an die jüngeren Judokas weiter. Ich muss sagen, für mich persönlich mehr Lebensqualität erreiche, und zwar dadurch, dass ich immer als Ältester, der hier auf der Matte steht, mit der Jugend zusammenarbeite. Und das hält mich fit. Ich werde gefordert. Und dadurch steigt natürlich auch meine Lebensqualität. Man bleibt beweglicher, gesünder. Das sind alles Sachen, die ich für mein tägliches Leben auch gebrauchen kann. Das Wissen an Junge weiterzugeben, ist eigentlich ein Kernpunkt des Judo überhaupt. Und er ist in zweiter Linie eine Sportart. Und an jugendliche Kinder, jugendliche Wissen und Können und Haltung zur Lebensbewältigung weiterzugeben, ihr was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Soziale Kontakte sind also sehr wichtig innerhalb der Judokas. Man kennt sich nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten kennt man sich ja. Die Freundschaft untereinander, die ist sehr, sehr wichtig hier.